Und die Pflanze ausräumt. Und die Pflanze ausräumt. Ja, 14 Uhr kommt Dennis, 13 Uhr kommt er. Ja, warte mal. War doch nicht gestern Abend, oder? Naja, ich bin nicht bei uns, oder? BMX-Bande. Die 7 Aufrufe. Die BMX. Na, hab ich jetzt hier versucht. Zeit Bummel, Bummel, die bin den halt rein. Alles wieder, Schwester. Wenn man die Blumen holt, dann liegt man alles für uns. Ich meine ja auch die Blumen. Die waren zuerst für uns. Weite sofort, wenn sie kann. Die ist so süß. Die drei sind so süß. Und wie sie die auch immer mit reinnehmen wollen. Thank you.
sauer ist. Ja. In dem Fall. Nur Kleinigkeiten, so Banalitäten, ne? Ich finde das wird wichtig auch. Ja. Kleine Ausschnitte. Ich kann nicht den ganzen Tag aufnehmen. Und so etwas schön. Kurzfilme. Ja, klar, weil ich ja dann irgendwann wiedersehen werde, weil ich Kleid und gucke ich da aussah. Ach, das Kleid. Das sah schrecklich aus. Ja. Also. Ich muss noch ein bisschen putzen. Na gut, ich gehe. Wir sehen uns später schon.
Ja, bitte. Hallo, Herr Thomas. Moin. Ja. Wie geht's? Wie steht's? Geht. Geht. Wohl und die Domspatze. Was? Das ist ja eine richtige Abendschau. Das hat mich sehr mitgenommen. Das ist irgendwas auch hinter gleich. Leder lassen. Wo kriegt seine Stimme Gewicht? Wie viele Leute gucken sich die Videos so an? Ach, keine Ahnung. Ich habe ja sehr viele jetzt in den letzten zwei Tagen, habe ich 60 Videos hochgeladen. Das wie bitte? Deswegen ist das ein bisschen viel. Na, weil die Tage halt so lang sind und der jetzt so stückelt. Die Kamera stückelt doch mal. Mhm. Was nicht unbedingt schlecht ist. So kann man sich aussuchen, welche Viertelstunde des Tages man sich angucken möchte. Ja. Ich gebe denen immer so einen Titel, wie BMX wird zerlegt. Den ganzen Tag? BMX wird zerlegt und Ende, BMX Neuzugang, bla bla, so unterweichtes Fahren, wieder Blaster, Sammlerendpreise kann ich nicht bezahlen. So was. Ja. Gebe ich mal einen Titel und dann können die Leute ja selber entscheiden, ob auch nicht. Ist da wer? Hallo. Nee, das ist keiner. Ja, da ist jemand. Geister. Ja, bitte? Ja, alles gut bei mir. Fantastisch. Vielen Dank für gestern. Ich hatte nur eine Frage, das wäre wegen, ich will ein Fahrrad mieten mit einem Babysit. Mhm. Für ein Kind, der so viel, zwischen 3 und 4 ist. Hast du das? Kann ich eine reservieren für dieses Wochenende? Fürs Wochenende? Oder für Freitag und Samstag? Ach du, einer? Ich weiß nicht, ob du das... Ich hab einen Sinn, ja. Ja, cool. Mach ich dir dann fertig, Freitag. Okay, dann wir kommen am Freitag morgen. Dann. Okay. Cool, merci. Bitte, tschüss. Bitte. Bis dann, ciao. Ja, das meiste, was hier aufgerufen wird, ist natürlich hier Razzia am Görlitzer Park. Das ist ganz cool gewesen, das ist ein geiles Video. Geht 30 Sekunden, war eine Zufallsaufnahme und ist einfach genial. Im Grunde genommen nur wie die ganzen Afrikaner flüchten auf jeden Fall. Das ist ein schlechtes, genau, wahrscheinlich streamen, da kommt es alle. Alle haben ein Rad. Die Polizei muss laufen, weil ich das Video erinnern. Jetzt kommt der Polizist, ganz energisch. Er dreht schon wieder um hier und fährt wieder zurück. Das war's. Sag mal, ich wollte fragen, ob es dir passen würde, ob ich meinen Lenker umbauen machen könnte. Kannst du machen? Kann ich machen. Ja, dann später wieder. Na, Kommentare gibt es dann natürlich auch immer wieder. Jo, so ist das. Razzia und Görlitzer Park und 1. Mai. Die politischen Sachen, die ziehen immer irgendwie so. Ne? Ja. Das befriedigt den Voyeurismus. Mein erfolgreichstes YouTube-Video, Girls Kissing in the Mud. Sex, Sales. Guck mal auf. Girls. Und Sensationsfund von Adolf Hitlers Frau Eva Braun hinter anderem Bild versteckt. Das ist natürlich auch toll. Also wenn du so was machst, ein anderes Bild weg. Und dann hast du dahinter auf immer so ein abgeschnittenes, was sie nur noch als Deckpappe benutzt haben, aber handgemalt, signiert und alles. Also da habe ich gedacht, wow, geil. Ja. Hätte ein Picasso sein müssen. Aber so, egal. Aber mein, bitte was? Girls. Girls kissing in the mud. Kissinger? Kissing in the mud. Vielleicht gibt es das noch. Weiß nicht. Like this? Wieso vielleicht gibt es das noch? Da! Girls kissing in the mud, Berlin 2007. 60.000 Aufrufe mittlerweile. Hier. Habe ich mit dem Handy gemacht. Was macht der? Poor sexy mud? Vor 10 Jahren, ja. Das Geile war,
dass die Mädels das selbst irgendwie gesehen haben und dann irgendwelche, irgendwie, wie nennt man das so, grüne Amerikaner. Oh, nasty lesbians. Und dann in den Kommentaren irgendwie haben sie es halt selbst entdeckt. Nasty lesbian. Ja, witzig. Ja. Wahnsinn. Ich sag dir. Na, hast du, sonst hast du bei YouTube, du lädst nicht hoch so in dem Sinne, wa? Nee, ich hab mein Profil auf Vimeo. Vimeo ist schicker. Also. Naja, hier kommt ja nur, tatsächlich kommt da hier echt nur der Alltag drin. Ja, ja. Ganz normal, wie es so ist. Und ab und zu die ganzen, sowas, wenn sich sowas lohnt, irgendwas rauszuschneiden oder so weiter. Ansonsten ist das ja ganz banale Geschichte. Hm. Aber Sex geht natürlich immer. Oder Brummel und die Domspatzen, alle haben es gewusst. Sowas läuft. Brummel hat doch seine eigene Playlist schon. Ja. Gibt hier ein Best of Brummel. Das ist ein cooles Wetter schon. Mit dabei sind erst wieder da, der Kaffeebecher fand, lass die Hose zu, Brubbel im Graupelschauer, der Versicherungsexperte, Ordnungswacht, pass auf die Tasche auf und Brubbel und die Domspatzen alle rein. Ist gewusst. Ja, sehr geil. Sehr geil. Also, das sind so kleine Dinger. Hallo. Ja, so. Warte. Ist das. Hi, das gleiche Fahrrad irgendwie.